Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier, gerade auf dem Marsch. Version 3.6. Ja, nach langem Suchen habe ich einen LKW gefunden. Ja, ich suche mal bei Edeka. Wo war er? Bei Lidl. Ja, cool. Meine Fehler. Meine Tüdlichkeit. Und Namen noch nicht gegeben, hat nicht gerufen. Konnte nicht antworten, ne? So, wir fahren zurück zur Brauerei. Wo die Preise echt im Keller sind, da tendiere ich doch jetzt doch eher für die Molkerei. Da haben wir ein bisschen mehr, bessere Preise zurzeit, denke ich mal. Und ich muss die Verpackung dann so entfernen, weil das ist da zu viel. Da kommt der andere Fahrer nicht durch mit der Milch und das ist schlecht. Da kurz umdisponieren, umstapeln, umlagern kann man sagen, und dann können wir gleich mal sehen, dass die Milch verkauft wird. Quark und so ein Zeug, ne? Bier für 1006 ist echt im Keller. Da müssen sie ein bisschen mehr drauflegen. Und trinke ich dasselbe. So, erstmal Verpackung. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Samstag, wenn man nicht alles täuscht. Ja, müsste passen. Guck mal, allen ein schönes Wochenende. Bald morgen nicht mehr da ist, ne? Auch schon für morgen, für Sonntag. So. Klammer mal auf. Ich stehe nämlich genau im Wege. Auf geht's jetzt nicht. Das ist ein Ding, ne? Ich so eigentlich. Oder ist er gerade? Normalerweise nicht. Sich daran schieben und falls. Wo haben wir es anders gewählt? Außer. Das ist schon komisch. Normalerweise kann ich auch was die Aufladenwelle einstellen. Na, vielleicht reicht das aus. Fahr mal rein zur Molkerei, ob ich die Milch aufladen kann. Schau mal. Also ich muss nächstes Mal mehr Folgen in der Woche machen. Das ist einfach ein Tag zu viel. Also heute ein Stück mehr oder weniger mit kurzen Pausen, 14 Folgen. Das ist doch heftig. Also ich mache es gerne, mir macht es auch Spaß. Trotzdem ist das anstrengend, sagen wir so. Also auch deswegen, weil ich heute unbedingt das fertig machen will, damit ich morgen im Fluss arbeiten kann. Wegen Bearbeiten und nicht wegen einer Folge mich reinschwingen. Das ist immer so eine Einstellung, was hast du gestern gemacht und.
Das ist, das macht die Sache ein bisschen schwieriger, ne? Nicht unmöglich, aber schwierig. Und ich möchte nicht eine Folge zu wenig haben, dass man am Ende wieder früher was machen muss. Das ist ja ungünstig. Rein theoretisch. Hat Kerlock es ja auch wieder nicht geschafft. Eine Folge fehlt. Ja, ist halt so, ne? Also, Milch. Aber gut, das kriegen wir in den Griff. Hirse. Aber wie gesagt, mit drei Folgen pro Tag, da bist man gut dabei. Zement gibt noch nicht so viel. Graue Steine zur Zeit. Aber heute machen wir erstmal Joghurt. Edeka, Lidl, Vollmilch, Sahne. Sahne. Edeka. Ja, Edeka. So, Edeka. Aufladen. Wenn man das nicht macht, die Lose rumliegen, dann ist das auch ein Problem für die Performance, ne? Dackel, Paletten sind eine Katastrophe. Dann geht nichts. Oh, eine Beifahrergrüße, die nicht da ist. Die muss nach vorne schauen. Ja, Samstag. Ja. Ja, das ist so, ne? Vier eine Woche rum. Und dann ist der ab Februar zu Ende. Und dann kann bald der Frühling beginnen. Also schön. Wir haben jetzt Topwetter gehabt die nächsten letzten Tage. Sonnenschein. Und angenehm warm, ne? Ja. Heute Mittag habe ich geschlafen, war ich kaputt. Sonst würde ich jetzt gar nicht. Oder ja, 10 ist egal. Also 10 ist nicht so schlimm. Aber gut, das ist einmalig. Nächste Woche muss ich irgendwie anders in den Griff kriegen. Da kann ich ja nachts nach der Arbeit ein bisschen. Da kann ich früh aufschlafen, da ist das nicht so tragisch. Aber wenn ich früh nach der Arbeit komme, ich war kaputt. Und mein Kollege möchte Urlaub haben. Ach je. Das ist für mich 14 Tage Stress pur. Aber gut, als die Gute ist, zahlen gut, ne? Das mal zu sagen. Da kannst du echt nicht meckern, also finanziell, da wird nicht gemeckert. Da. Ich habe auch nie erlebt, dass Geld nicht pünktlich gekommen ist. Das gab es doch gar nicht, ne? Ist immer pünktlich da und auch nicht zu wenig, ne? So, Edeka, eine Runde fahren, naja. Aber überall schlechte Preise, ne? Mal gucken, was Zucker so bringt, ne? Kann man ja auch hinfahren. Weil Bier ist kein guter Preis. Oh. Bier ist nichts Gutes, was wir kriegen. Mal sehen, vielleicht Fleisch, ne? Mal sehen, da vielleicht. Z. Gucken, ob alles angenommen wird. Die unteren Paletten werden hell. Wieso? Ach, da hat er zwei mehr aufgeladen. Da sind die drauf geblieben. Kann jetzt nicht U drücken, dann geht der andere hier weg. Ein bisschen warten. Kann ich nicht abladen. Der Automatik jedenfalls nicht. Dann muss ich immer wieder aufladen. Dass sie hier drauf sind. Zack.
starker Bauer. Oh, gut gefallen. Sahne und so, ne? Da klingelt die Kasse. So, auf zur Zuckerfabrik. Das ist um die Ecke. Bier hat keinen Sinn. Wo Bier schon voll ist, ne? Aber wie gesagt, Hopfen reicht so oder so nicht mehr fürs ganze Jahr. Und dann eher für einen halben Preis zu verkaufen, ist auch blöd, ne? Ja. Also Bier wird einen halben Preis, aber wenn es gut 400 Euro weniger kostet pro Palette oder pro 1000 Liter, das ist schon viel. Hafen. Überlegen, Hafen, verkehrte Ecken, ne? Ach, da oben, ja doch. Ja, Hafen nicht, aber. Die Lager werden bald voll sein, ne? Ups. Guck mal, was hier kriegt alles. Zucker. Das weiße Zeug. Na, da sind Leerpaletten noch rum. Da fahren wir so lang. Der Abfahrer ist eh nicht eingestellt zur Zeit. Der ist fast 4000, das ist gut. Fast 1 Million, das ist sehr gut. Damit bald näher Gerste alle sein, dann müssen wir ja Weizen fahren. So. Sogar wirst du vorne auftauchen. Oder hier. So. Noch Zuckerrüben kommen bald. Das ist nicht mehr lange. Das geht das los. Sobald ich mit der Hopfen fertig bin. Habe ich in der Zeit für Zucker. Ach so, ja. Habe ich die Rüben wohl überhaupt? Kartoffeltechnik, Zuckerrohrtechnik. Ja. Die Frage, ne? Diverses Autos. Kartoffeln, klar, logisch. Wo habe ich das gelassen, ne? Technik-Thema, ne? Diverses. Da kann es nicht sein. Rübentechnik. Rüben und den Rest. Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Das ist der Holmer mit 50.000 Liter. Und der andere Holmer ist die Maus, ne? Das macht nur Rüben, ist die Maus oder sowas. Aha, ist die Maus. Oder hier. Der Europa XL. Tiger XL. Dann mal gucken. Schneidwerke. Zwar. Ah, hier haben wir doch alles hier. Multifrucht. Zwiebel, Zuckerrohr, Karotten, Kartoffeln. Was ist hier?
HR12. 5 Meter. 5 Meter. Das können wir für... Also der kann man auch für Rüben nehmen. Der kostet 100.000. Und bei Rübentechnik ist ein bisschen irreführend. Der kostet Schnäppchen, ne? 500.000, ne? Da haben wir fast zusammen. So. Dann brauchen wir mindestens zwei erstmal. Mit zwei müssen wir starten auf Feld, den kleinen Feld. 10er 2. So, 120.000 wir haben. Steht drinne. Ungünstig. Ja, das ging zusammen. Wir haben aber genug Waren da, ist ja nichts, ist ja nichts da, ist, ne? Das ist das Gute. Waren sind da und die kann man verkaufen. War doch genug da. So. Muss man aufpassen, keine Blätten aufnehme. Das wäre nicht ungünstig. Denn die wird nicht los. Weil das Lager nämlich dadurch ausgereizt ist. So, 1, 2, 3, 4. 2 noch, Junge, 2 noch. Drück die Nase. Aber ich brauche mindestens 3 oder 4 Geräte davon, ne? Also 2 Millionen muss ich schon haben. Ah, 2. Ja, Zement noch verkaufen. Ziegel rot, Ziegel grau. Wer möchte Zucker haben? Wer zahlt den besten Preis? Und da haben wir auch noch Birne. Klopapier. Wie gesagt, Fleisch muss ich auch noch haben. Ich finde nicht ganz Zucker. Ist doch gar nicht. Habt ihr sicherlich schon alles gesehen? Ich hab da nicht über Quark, Joghurt, Sahne, Butter, Scholle, Schweine, Leder, Hühnchen, Lamm, Bier, Holz. Schon mal verkauft gehabt, dann blöd. Bin denn blind? Wolle, Milch. Oder Rest Zucker. Na, jetzt such die Palette, ne? Lidl. Mein bester Kunde, Lidl.
So, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Hier, morgen geht's weiter hier. Auf dem Arsch. Ja, weiterverkaufen. Irgendwas haben wir schon. Ich brauche ungefähr 2 Millionen, 2,5 Millionen für die neuen Geräte. Für die Rübenernte. Ja, schauen wir mal, ne? Nächstes Mal Fleisch verkaufen oder so. Erstmal die Zucker und dann Fleisch. Dann mal tschüss, dann ciao. Ja, ich freue mich, wenn ihr morgen da seid. Tschüss und ein dickes Dankeschön fürs heutige Reinschauen. Tschüss.